Na, kommt dir die Stelle bekannt vor? Hier an dem Holz und hier daneben das andere Holz? Schöner Spot für Wobblerangeln. Also direkt wieder raus und die Abendstunden ausnutzen und hoffen, dass auch heute endlich mal Wobbler reingeht. Wobbler in Trophy-Größe. Naja, und den nehmen wir natürlich auch gerne mit, den Schlammpeitzger. So, nochmal wieder ein bisschen Licht angemacht hier in der Cam. Heute wieder mit der Sparbeleuchtung unterwegs wegen der Hitze. Aber ja, man muss ja trotzdem weiter testen und probieren, was hier so geht. Ob das jetzt großartig in der Nacht erfolgreich ist, da bin ich gespannt. Ich denke mal jetzt so die Abendstunden, vielleicht so bis 23 Uhr geht bestimmt noch ein bisschen was. Werd aber gleich natürlich noch weiter testen und weiter rumprobieren hier an der Stelle an ja, diesem kleinen Seitenarm hier. Der hat nicht so richtig gehakt. Ich zeige das gleich mal eben auf der Map. Eine der bekanntesten Stellen fürs Wobblerangeln und Schlammpeitzgeangeln, also direkt hier unten nach dem kleinen See sozusagen und dann hier im Seitenarm. Da geht's dann los. Also altbekannte Stelle, Setup, heute mal deutlich feiner gewählt, zwar immer noch mit den großen, schweren Matchrouten, aber dieses Mal halt richtig feine, dünne Schnur gewählt und bisher, muss ich sagen, sieht es auch schon ganz gut aus. Einige Wobbler dabei, gewichtsmäßig bisher um die 200 Gramm maximal. Na, und da hoffe ich doch natürlich, dass da noch ein bisschen mehr geht. Mal sehen, ob da jetzt in der Nacht was geht und wenn nicht, dann geht auch gleich noch was in den Morgenstunden. So, die Nachtruhe ist gleich vorbei und wir haben es ja fast 6 Uhr morgens. Und tatsächlich sind in der Nacht auch vereinzelt noch Wobbler reingegangen. Also der Fisch ist wohl auch in der Nacht aktiv und auch in den Rekorden, in den wöchentlichen, habe ich da noch einen richtig dicken, fetten Brocken gerade gesehen. Ja, hier ist auch schon der Wobbler mit 747 Gramm. Das ist natürlich der absolute Oberhammer. Ja, würde ich auch mitnehmen. Und der war dann tatsächlich gerade mitten in der Nacht. Ich hatte jetzt gerade noch eine dicke Schleie zum Beispiel da dran. Also auch das passiert hier natürlich auch immer wieder, dass man hier übelst in den harten Drill reingeht. Das ist natürlich dann auch der Vorteil, wenn man hier mit, ja, mit der Bolo unterwegs ist oder mit der Match unterwegs ist, dann hat man da nicht so viel Schwierigkeiten. Wir gucken uns gleich nochmal das Setup an, wie wir hier jetzt gerade unterwegs sind. Und da geht auch schon der nächste wieder rein. Den nehmen wir auch noch mit. Ah, jetzt geht es wieder los hier mit den Giebeln. Giebel-Hauptsaison. Kriegen wir den noch? Ja, der ist noch dran. Der hängt sogar noch tief im Wasser. Der nächste, der nicht so richtig raus will. Na komm. So ging das gerade mit der großen Schleie auch los. Und da drüben zuppelt es auch schon wieder auf der nächsten Rute. Also Frequenz sensationell. Übrigens, wenn ihr hier stehen wollt mit dem Grundangeln, auch das klappt super. Dicke, fette... Eieiei, die Schleie hier wieder. Dicke, fette Giebel ohne Ende bis hin zur Trophy. Das schafft man bestimmt oder da kann man sich bestimmt auch hinstellen mit größerem Setup. Und ja, aufs Setup, da gehen wir jetzt mal eben im Detail rein und gucken uns das an für den Wobbler. So, raus damit. Chance auf den nächsten. Und wir gucken mal rein. Hier zum Beispiel in die Rebellion Match wieder aufgebaut. Natürlich hier mit der Targara in Kombination komplett übertrieben. Aber ich wechsle hier die Rollen einfach nicht. Die gehören einfach jetzt immer schön zusammen. Die Rolle mit der Rute und gut ist. Ich ändere jetzt immer nur noch die Vorfächer und die Haken. Beziehungsweise hier in dem Fall jetzt gerade nur die Hauptschnur. Fluorocarbon komplett ohne Vorfach. 3,1 Kilo. 14er Haken. Ich habe angefangen hier an dem Spot mit einem 19er Haken, bin aber jetzt auf einen 14er Haken gegangen. Die Größe der Wobbler war auch sofort etwas größer. Noch nicht ganz Zielgewicht, aber schon mal größer. Und hier einmal in der Kombination mit der Köcherfliegenlarve und Eintagsfliegenlarve. Köcherfliegenlarve hat tatsächlich auch beim Grundangeln immer mal wieder einen Wobbler gebracht. Und hoppala, den haben wir nicht gehakt. Und beim anderen Setup, da ist die Köcherfliegenlarve drauf. Zack, komm ran hier.
Und den haben wir sogar noch gehakt. Perfekt. Na, der nächste Giebel. So. Bisschen hier rauswerfen. Genau, Köcherfliegenlarve und Borke sehe ich gerade. Und da habe ich mich vertan. Wir ziehen das direkt nochmal wieder rein. Aber es hat auch schon geliefert, denn ich wollte die Made machen. Und die Made hat auch gerade aktuell in den Rekorden ordentlich die Trophies geliefert. Ja, von der Entfernung her bin ich gar nicht so weit draußen. Man sieht ja hier die Spiegelung quasi von der oberen Kante, die hier im Wasser. Das heißt, ich platziere die Posen genau hier auf dieser Spiegelung. Also gar nicht so ganz weit raus, locker aus dem Handgelenk. Kurz angetippt jetzt hier mit dem Setup, dass wir da in dem Bereich sind. Und das Ganze hier dann natürlich auch eingestellt auf 60 cm Tiefe. Zack, da ist er, sofort ein schöner Wobbler. 257 Gramm. Na, hätte ich mal von vornherein den richtigen Köder dran gehabt, dann hätte das vielleicht schon richtig gut funktioniert. Aber auch mit diesem Köder, selbst mit der Borkenkäferlarve, waren dort einige Wobbler dabei. Wie sieht es gerade aus? Ja, schon gar nicht so schlecht. 257 jetzt gerade. Also sie werden immer größer und größer. Vom Zuppelverhalten sind die ein bisschen eigenartig. Manchmal zuppeln sie sehr, sehr lange. Das hier ist jetzt eher ein Döbel. Der zieht immer schön nach oben hinweg. Und auch die Giebel, die machen manchmal einen Hebebiss. Aber die Wobbler, so schön locker lassen, die zuppeln manchmal sehr lange, zart. Nicht so wie ein Rotauge, so aggressiv, sondern immer leichtes, ganz, ganz leichtes, zartes Gezuppel. Und ja, es dauert manchmal wirklich lang, bis sie sich dann entschieden haben. Aber dann gehen sie auch gerne und dann auch locker rein. Also, man kann es immer mal wieder machen, immer mal wieder testen, hier auf den Wobbler zu angeln und zu gucken, ob da was Gutes reingeht. Giebel und Co. gehen natürlich auch immer rein, so dass man Kaffeeaufträge absolvieren kann. Wir gucken mal eben nochmal nach dem Wobbler. Da sind wir jetzt hier in Gänze bei 18 Wobblern. Auch tatsächlich in der Nacht sind ja welche reingegangen, also gewichtsmäßig hier bis knapp 10 Silber für so einen ollen Wobbler von 257 Gramm. Also das ist gar nicht so schlecht und kohlemäßig, wie gesagt, kommt da auch einiges bei rum. Diese paar jetzt hier, ja, knapp eine Stunde mit 121 Silber und alles in allem sind wir hier bei 220 Silber. Plus, da waren gerade noch ein paar Giebel dabei. Genau, die habe ich gerade schon abgegeben. Also 23 Silber auch nochmal oben drauf für die Giebel. Passt doch. Knapp 250 Silber in nicht mal ganz einer Stunde. Und das mit Kleinzeugangeln. Viele XP-se, viele Skillpunkte oder die Möglichkeit auf Skillpunkte. Also gar nicht so schlecht. Kann man mal machen oder mal wieder testen. Petri Lümmels, ich hoffe, bei euch geht die Trophy rein. Ich teste gleich wieder den Spot. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, das hilft mir. Kanal abonnieren hilft mir noch mehr. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr. Petri.